Herzlich willkommen zu einem neuen Blog von Wichert und Stehr Teich- und Gewässerservice. Heute soll es um das Thema Pumpen gehen und deren Förderleistung. Immer wieder haben wir Kunden, die eine Pumpe kaufen und sagen, meine Pumpe fördert XY Liter. Und wir müssen aufklären, dass das im eingebauten Zustand eben nicht so ist. Und jetzt erstmal zur Kennlinie. Pumpen, die ausgeliefert werden im Karton oder auf der Internetseite, werden mit Pumpenkennlinien deklariert. In unserem Beispiel eine Pumpe, die laut Kartonage 6000 Liter fördert. Was natürlich stimmt, aber ab Höhe 0. Das sehen wir auf unserer Kennlinie, die ich übertragen habe vom Karton. 6000 Liter ist bei einer Förderhöhe von 0. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Kennlinie abliest. Mit der Förderhöhe und der zu leistenden Literzahl. Also wollen wir 1 Meter hoch fördern, haben wir noch 4800 Liter die Stunde. Hier muss man einfach gucken, wo will man hin? Wie weit muss ich fördern, wie viele Bögen habe ich drin und was benötige ich für eine Förderleistung. Um euch das mal zu zeigen, vor allen Dingen visuell zu zeigen, wie die Förderhöhe abnimmt bzw. die Förderleistung abnimmt mit ansteigender Höhe, werden wir euch jetzt ein Praxisbeispiel zeigen. Wir haben die 6000 Liter Pumpe installiert. Diese Pumpe haben wir an einen Schlauch angeschlossen, maximaler Anschlussgröße, dass wir einfach die Rahmenbedingungen stecken. Der Schlauch ist ungefähr 15 Meter lang. Das ist in den meisten Teichen Praxis. Und dann werden wir einfach mal mit der Leiter nach oben gehen und dem Schlauch in der Hand. Da hole ich mir gleich Patrick zu. Und dann werdet ihr sehen, wie die Förderleistung nach und nach abnimmt. Und was ich gerade sagen wollte, ich hole mir jetzt Patrick dazu und wir starten. Ja, jetzt sehen wir, wie der Schlauch entlüftet wird. Wir wollen ja Bedingungen schaffen, die dann auch passend sind. Der Schlauch ist entlüftet. Jetzt. Und ihr seht den Vollstrahl. Jetzt können wir nach und nach schauen, bei einem erhöhten Geräuschpegel, wie die Förderleistung visuell schon abnimmt, ohne das Ganze zu berechnen. Patrick, ich versuche noch höher. Und seht ihr, wir haben den Wasserstrahl aufhalten können, nur über Erhöhung der Förderhöhe. Und gleich dazu bei geeigneter Lautstärke noch ein bisschen mehr. So, und jetzt habt ihr einfach mal visuell gesehen, wie wir die Förderleistung auf Null bringen können. Obwohl die Pumpe mit 6000 Liter die Stunde deklariert ist. Was auch völlig richtig ist. Ich mache hier keinem Hersteller irgendwo einen Vorwurf. Man muss es als Kunde und als Verbraucher einfach wissen. Und auch der Hersteller weiß nicht, für was ihr die Pumpe einsetzt. Wenn ihr jetzt einen Druckfilter vorgeschaltet habt, dann habt ihr genau das gleiche Problem. Ihr drosselt das Ganze. Somit ist die Förderleistung, die angegeben ist, vielleicht gar nicht die richtige, die ihr für euren Teich auswählt. Und da solltet ihr ganz einfach auf den Expertenrat setzen. Ruft uns an gerne. Wir geben euch die Auskunft. Schreibt in die Kommentare. Wir helfen euch bei... Du hältst jetzt... Okay, also nochmal. Ihr könnt uns gerne kontaktieren. Wir sind gerne für euch da. Helfen euch auch bei der Auswahl. Und die Pumpenhersteller machen nichts falsch, indem sie da was draufschreiben. Sie schreiben sogar drauf, bei welcher Förderhöhe sie welche Förderleistung haben, die Pumpen. Ihr müsst für euren Anwendungszweck einfach die richtige Pumpe auswählen. Und da ist manchmal Expertenrat wichtig. Und da stehen wir euch gerne zur Verfügung. Ja, und das war wieder mal ein lautstarker Blog aus dem Centerparks Bisping mit unseren tierischen Freunden, die uns hier gerne weiterhelfen und uns unterstützen wollen. Es aber nicht tun. Ihr könnt sie euch hier gerne auch angucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert unseren Kanal für noch mehr wissenswerte Sachen und vielleicht das eine oder andere Video über unsere tierischen Freunde. Bis dahin, ciao.